Jubelnde Fans und fliegende Pucks. Beim dritten Neujahrsturnier in der Eisarena Schwedt, organisiert von den Flemsdorfer Haien, sorgen 200 Eishockeyfans für ausgelassene Stimmung beim Nachwuchs, bei den Damen und bei den Herren. Nach 6 Stunden siegen die Haie vor den Schwedter Eisbären. Fantasievoll und bunt, so zeigt sich der internationale Kinderzeichenwettbewerb im 46. Jahr. Die Resonanz ist groß, die 2000 Bilder kommen aus 18 Ländern. Eine internationale Jury nominiert die besten Arbeiten. Kamera läuft, Film ab. Bei Kinder machen Kurzfilm, bauen Grundschüler Kulissen und drehen eine selbstgeschriebene Geschichte ab. Es entsteht der Streifen Geklaute Freunde. Die nächste Finanzierung ist unsicher. Ob und wie es im nächsten Jahr weitergeht, also noch unklar. Rücken, Brust, Schmetterling. Im Aquarium geht es beim deutschen Mannschaftswettbewerb für Staffeln der Jugend um schnelle Zeiten. Die Besten qualifizieren sich für das Bundesfinale. Der Wettkampf fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl. Ein schönes Kind. Das Kinderensemble des Theater Stolperdraht bringt mit Dornröschen wieder einen Klassiker auf die Bühne. Fast alle Aufführungen sind ausverkauft. Stasi ohne Macht. Die Ausstellung im Rathaus 2 dokumentiert die Zeit nach 1989, wie Bürger ihr Recht auf Einsicht fordern. 111 Kilometer Schriftgut sind erhalten, einerseits Belege für Verrat und andererseits für Zivilcourage. Der Karlspreis geht an. Zum 6. Mal vergibt das Karl-Friedrich-Gauß-Gymnasium den Filmpreis. Im Kunst- und Musikunterricht erstellen die Schüler Filme, die im Filmforum über die Leinwand flimmern. Glamourös wie bei den großen Verleihungen. Jugend tanzt an den Ups. Es ist das Ergebnis monatelanger Proben. Das Publikum ist mindestens genauso aufgeregt wie die 180 Kinder des Projektes Klasse Tanz. Von Klassik und Jazz über Hip-Hop bis hin zu Kindertanz ist alles dabei. Seit 10 Jahren geht die wichtige Veranstaltung der Musik- und Kunstschule in Schwedt auf. Alles in Bewegung. Mit einem Zandunga-Kurs für Kinder werden lateinamerikanische Rhythmen in die Sporthalle Aquarium geholt. Die Kinder sind begeistert von der Kombination aus Bewegung und Musik. Zandunga steht für Party machen. 15:05 Start. Bei der Motocross-WM und EM in den Müllerbergen fliegt ordentlich Modder durch die Luft. Internationale Fahrer heizen über die Piste. Höhepunkt sind die Seitenwagenrennen. Nach dem verregneten Vorlauftag erleben die Zuschauer tolle Endrennen voller Sprünge, Unfälle und Dreck. Ringfrei. Der UBV feiert 65 Jahre Boxen. In der Günter-Jenke-Boxsporthalle treffen alte und junge Größen zusammen und genießen einen Abend mit vielen Anekdoten. Zu den Erfolgen zählt die Zeit in der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Ausbau zum Leistungsstützpunkt. Wasser auf Wasser. Dauerregen lässt das Gartenfest am jüdischen Ritualbad platzen. Die Erinnerungsstele Wasser von Künstler Rolf Hartmann wird dennoch eingeweiht. Kulturministerin Dr. Sabine Kunst ist sehr beeindruckt von Ritualbad und Synagogendienerhaus, das von dem Tag an die Denkmalplakette trägt. Voller Zuversicht geht's auf den heiligen Rasen. Der FC Schwedt startet in die neue Saison der Landesliga Nord. Ziel von Mannschaft und Trainer ist es, sich in der neuen Spielklasse zurechtzufinden und nach vorn zu blicken.